Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Wir haben in der letzten Sequenz eine vertraute Stimme gehört. Zwei vertraute Stimmen, um genau zu sein. Ja, wir haben den... Und wir haben dem Hacker, der uns den Weg versperrt hat, die Infos gegeben, die er brauchte, um meine Freundin zu finden. Und jetzt wollen wir natürlich den Stimmlauten nachgehen, wie wir denn actually gehören und was denn da überhaupt los ist. Das klang so, als würden sie bedroht werden. Na, da sieht man sie auch schon. Da sind die beiden ja. Aber vorher möchte ich nochmal kurz ins Digilab. Ich wollte aber was nachgucken. Und zwar... Mal schauen, wir haben Dorumon, Zunumon, Solamon. Ach ja, das haben wir einfach gemacht, um die Digitation freizuschalten. Unser Growlmon und die anderen Argumons auf der Bank. Wir könnten aber eigentlich auch das Growlmon in die Farm packen. Einfach so. Dann kriegt es wenigstens schon mal ein bisschen Erfahrung und es ist egal, was für Werte es erstmal drauf kriegt, wenn man die später reduzieren kann. Und zu was wird das denn? Das ist Klotmon, Nomemon, Starmon und Meramon. Da können wir, glaube ich, alles nicht so ganz gebrauchen. Aber das ist Botamon. Genau, und zwar... Und zwar wollen wir erstmal Koromon haben. Und das würde ich gerne auch mitnehmen. Wir haben ein bisschen... Dingens bekommen, Memory. Genau, das lohnt sich jetzt so aktuell auch noch nicht so ganz. Oh, das ist Dorugoramon. Das ist Cyclonmon. Die beiden weiß ich gerade nicht. Genau, das Solarmon, das kann man... Ja. Mal zurückdigitieren lassen, dann kriegst du schon mal ein paar Abis. Das da wollen wir haben. Genau, und das Vanyamon. Wir brauchen noch ein... Zunumon? Nee. Muss ich mal nachgucken. Gabumon. Wemon. Ja. Genau. Das wäre auch zum Beispiel einer der Kandidaten, die unbedingt Abi 100 kriegen muss. Ich werde das erstmal so machen, damit er schon mal ein paar Abis kriegt. Boing. Und wieder zurück. Erstmal. Ist jetzt nicht ganz so das Nonplusultra, was ich jetzt hier mache. So. Aber es ist natürlich auch nicht ganz fail. So, er hat ja ein paar Abis bekommen. Hier, das könnte zu Gatomon werden. Aber ich will jetzt hier... Nee, das hatte ich sowieso vor. Ja, das, wir brauchen erstmal einen Attacker. Was schnell ist. Dann nehmen wir das doch. Das Gargomon.
Ratatatata. Und das kannst du, damit wir auch schon mal ein Virus haben, Greymon Black digitieren, beziehungsweise Blue. Hat auch schon 32 Abi dadurch. Patamon könnten wir jetzt natürlich auch schon digitieren, aber da haben wir noch nicht genug. Es sei denn, wir schmeißen. Ne, machen wir es doch anders. Machen wir das doch erstmal so. Da haben wir auch schon mal unser Gatomon. Es ist egal, zu was wir es digitieren lassen. Die sind, glaube ich, alle Serum. Von daher. Und Gatomon hat eine verdammt coole Attacke. Nämlich der Signature Move, Lightning Paw. Fixed Damage 150. Und Holy Ring, HP Recovery um 20% erhöht. Und dieser Fixed Damage, der ist richtig genial. Der ist richtig genial. So. Und falls ihr jetzt glaubt, wir werden die letzten, beziehungsweise die nächste volle Stunde mit Level verbringen, da muss ich euch enttäuschen. Denn wir haben ja hier noch so ein bisschen was, nicht? Hehe. Level 20. Direkt mal auf Level 20 gekriegt. Tja, das werden wir mit allen machen. That's it. That's the plan. Moment, welcher Spielstand war das jetzt? Der letzte, der da. So. Speichern wir schon mal. Denn wir müssen ja die zwei da befreien. Jetzt haben wir schon drei starke Champions. Dann kommen wir später gut durch. Diese Brave Points, die kann man später auch wieder kriegen. Jetzt schon ein leicht durchtriebener Charakter, die gute. Nugia,
どっちもズタボロにしてアカウントも刈り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。Das wollen wir doch mal sehen. Wer hier wen fertig macht. So, der hat nämlich selber schon einen Blackguard-Summon. Bam. Immer 150 Schaden. Egal bei was. Dam-Dam, Uppercut. Neutral Damage. Was ist das? Das ist Dark-Type, ja. Dam-Dam, Uppercut. Ich mag Agumon. とりあえず応援しよう。頑張れ、ノキア。
Der Typ hat doch echt eine Meise. Also die Mucke von dem würde ich nicht mehr hören wollen. Oh, wollen wir mal dem seine Digimon platt machen? Ja, Gatomon hält leider nicht so viel aus, aber... Unser Gargomon kann er heilen. Und Gatomon kann auch heilen. Deswegen wollte ich Gatomon haben. Gatomon ist... Später mit Angewurmon ein sehr starker Heiler. Gerade mit einem hohen Intelligenzwert. Aber da kommen wir noch hin. Virus, Decent, Data. Das ist natürlich sehr super. Müssen wir mal gucken, was ist denn hier das stärkste oder Bitfire? Nee, das, ja, Bitfire ist die stärkste Attacke. Broken Napalm bringt 65 bei allen. Nee, Meteor Fall. Nee. Dann lieber Einzeldamage. Immerhin doppelter Schaden. Ja, buße dich nur auf. Oh, Gatomon hat nämlich den Aura-Skill. Sehr nützlich. Wie man gesehen hat. Dumm, dumm, Uppercut! Ja, nochmal ein Bitfire. Das Meramon-Geschichte. Ah, Hellcrusher geht auf alle, aber das kann Gatomon wegheilen. Auch ja nur 10 SP. Mal schauen, vielleicht kann ich Devimon paralysieren. Ripping Net. Rickel paralyzed. Sehr gut. Habe ich schon am Symbol gesehen. Ja, macht natürlich 75 Damage nur. Hauen wir das mal weg. Ja. Ah, panicked. Sehr gut. Schon mal keine Gefahr mehr. Ja, das ist Neutral Damage. Machen wir trotzdem mal. Mit etwas Glück kann das Meramon das Devimon angreifen. Das ist ungefähr das gleiche wie mit der Paralyse in mit der Verwirrung in Pokémon. Das ist Panic. Na, schade. Aber es macht eh nicht viel Schaden. Wir kümmern uns erstmal um das Devimon. Oh, nochmal Bitfire. Der Dum-Dum-Uppercut. Dann dürfte es auch schon Geschichte sein. Ja, Devimon ist erledigt. Jetzt kommt das Meramon ran. Lightning Paw! Ja, Jimmy Boy, du kannst ja gar nichts. Haben wir einen Memory Up noch bekommen. Und Level Ups. Der mit seinem Roffel und Lolz, der geht mir echt auf die Nerven damit. Wow!
そこまでだ。やめろ。ところでお会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダーユーゴさん。これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい。チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラすか、圧迫系のあれすか。誇り高きザクソンの規律を。規律なもんとっくになくなっちゃってますけど。あ、主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが。ロッケンローン。パンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う、ザクソン。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとかもう無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんによ。全部冗談だって。本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで今日着ぐらいなきゃなんで。バイバイ。ところでハンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんです？はい。ところチームのもんか分かりゃしまへんけど、見逃したりまっさかい。はよ飲料くんなまし。はぁ、おっと、そこなデジモンはバッチがもらえてません。あんた、いきなり現れて何言ってんの？ふざけないでよね。やらせるわけないでしょ。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはりますの？これはなんともよろしおすな。体が熱になります。安城を楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ。帰ろう。やんもん、いけずやもん。せっかくええ気分でしたのに。ハンさんら、またどこぞで会う機会もありましたろ。それまではっちのこと忘れたら飽きまへんで。そのブッサイクな顔忘れまへんえ。ほな、さえんなら。な、何よあいつ。わーい、ノキアだ。ノキアが来てくれた。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして。俺ならこの子に。ありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。俺たちももう一度会いたいなって思って。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。
危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？人間に作られた？え？どうしたの？私デジモンに受けるようなギャグ言った？言ったよ、ねえ。うん、言った言った。人間が僕たちを作ったって。違うの？ノギア、やめてよ。そんなわけないじゃん。僕たちちゃんと生きてるよ。ほら、見ればわかるでしょ。うん、ちゃんと生きてるって気がする。あのね、ノギア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。わかった。なるほど。嘘、余裕すか。とりあえずアグモンたちは違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけだね。いや、僕とアグモンは違うよ。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それは。あれ、言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて。どうしても思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン。大丈夫、大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。モキア。ただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか。まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。モキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからモキア、モキアと一緒に。かわいい。もちろんだよ。ずっと一緒にいようよ。アグモン、カブモン、これからよろしくね。うん。Ja, da haben wir die beiden wiedergefunden. Wir haben 1000 Cyber Sleuth Points bekommen.無事完了したようだな。ご苦労だった。
Ja, und die gute Kyoko? Die beglückwünscht uns jetzt auch. Aber wie es weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Hauptsache, wir haben Jimmy Kenner auf die Fresse gegeben. Der Typ ist vielleicht nervig. Dolz, Roffels und weiß der Teufel was noch. Aber Nokia ist happy und ich freue mich auch, dass wir Agumon und Gabumon gefunden haben. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ihr dürft natürlich auch gespannt sein. Bis dahin. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao.